Im ersten Ligaspiel, nachdem man sich, wie es so schön heißt, in beiderseitigem Einvernehmen von Cheftrainer Uwe Koschinat getrennt hat. Mit Interimscoach und Manager Rüdiger Ziel an der Seitenlinie im Landespokal Mitte der Woche erfüllten Trainer und Mannschaft ihre Pflicht beim 7:0 über Nooswendel-Wadern. Jetzt aber gilt es, echt Farbe zu bekennen. In der Liga heute gegen Zwickau. Nach zuletzt recht leblosen Vorstellungen sollen Spielwitz, Tore und definitiv ein FCS-Sieg her. Ihr Reporter Frank Rothäfer. Und die FC-Fans auf Orientierungssuche. Alter Trainer weg, der neue noch nicht da. Ja, wo geht's denn lang? Der Interimscoach, der hat Orientierung hier. Vor der Bank ist sein Platz, Rüdiger Ziel. Er streicht, Achtung, den zuletzt schwachen Rabijic aus dem Kader. Und der Kapitän Manuel Zeitz wieder nur auf der Bank. Gleiches gilt auch für Julian Günther Schmidt. Heute, klar, gibt's nur ein Ziel, endlich wieder ein Dreier. Und den will auch ganz besonders er. Da kommt er, Neuzugang Calogero Rizzuto. Es wäre dann auch sein erster im Trikot des FC. So, und jetzt bitte Achtung, Helm auf, anschnallen, stellen Sie die heißen Getränke zur Seite, denn dieser Kick geht gleich von der ersten Sekunde an direkt in die Steilkurve mit Neudecker. Neudecker, Zwickau in der Anfangssekunden, Verwirrung, dann Achtung, Jakob, Jennecke, was ist denn hier los? Die erste Chance nach 11 Sekunden. Blau-Schwarz springt kopfüber ohne Badekappe rein in dieses Spiel. Was für eine Gelegenheit. Applaus vom Interimscoach. Saarbrücken direkt Chef im Park. Vierte Minute. Jetzt hier eigentlich Einwurf für Zwickau. Gästecoach Enox kann es nicht verstehen, denn der FC darf sich den Ball schnappen. Macht schnell. Kuni, Jakob, bumm, 1:0. Draußen explodieren die Glückshormone. Besser kann es nicht laufen für Ziel. Der braucht Erfolg. Geht gut los. Das Team nach dem Koschinat-Rauswurf in der Pflicht. Aber es beginnt mit der Kür. Kuni für Jakob. Sechster Saisontreffer. Was eine Erleichterung muss das sein. Im Herz einer Mannschaft, die zuletzt nicht mehr sie selbst war. Die Gäste, und das ist bemerkenswert, machen trotzdem mit. Sind null geschockt. Koskun und dann der 39-jährige König. Uff! Saarbrücken muss durchatmen. Neunte Minute. Zwickau meldet sich zum ersten Mal richtig giftig in der FCS-Box. Reaktion Saarbrücken. Ballgewinn Gnase. Und Neudecker macht schnell. Super für Kuni. Aber das ist zu umständlich. Sieht auch sein Coach so. Wir sind vielleicht nicht im Muss, aber doch deutlich im Kann-Bereich, was das 2:0 angeht. Dann andere Seite rüber, Ecke, Zwickau und wieder wird's gefährlich. Billardball im FC-Sperrbezirk, Bürder klärt auf der Linie, Baumann überrascht. Also ein Selbstläufer ist das für die Gastgeber beileibe nicht. Der FSV will auch und draußen schuftet Rüdiger Ziel. Sein Team hat defensiv viel Arbeit auf dem Schreibtisch, aber offensiv auch viele Ideen. Vor allem Richard Neudecker. Da kommt er. Macht er elegant und bedient Kuni. Und den macht er nicht. 28. Minute. Neudecker, mega auffällig. Marvin Kuni kommt nicht vorbei an Engel. Der Saarbrücker Stürmer gewinnt dann hier das Kopfballduell. Wieder Mittelfeldchef Neudecker. Wieder Kuni und dann erlöst er sich und die Fans 2:0, 32. Minute. Ganz wichtig, dass sie hier treffen, denn Zwickau hatte seine Chancen so, aber sind die Verhältnisse klarer. Neudecker in der Vorbereitung, schlicht großartig. Und Kuni dann vor Engelhardt und diesen Treffer, den erleben wir nochmal mit Rüdiger Ziel. Sekunden dann noch bis zum Pfiff, der die Halbzeiten teilt. Und dann kommen noch einmal die Roten. Ball kommt zu Koskun. So, und da wird Hand von Jennecke reklamiert. Der erst 25-jährige Schiri Weißbach aus Halle lässt weiterlaufen. Aber ich denke, das ist ein klarer Elferarm von Jennecke weit draußen.
Und beim Gang in die Kabinen wird das noch heftig diskutiert. Glück für Saarbrücken. Also Pause 2:0. Prost, Jungs. Läuft aus Sicht von Blau-Schwarz. Rein in die zweite Hälfte. Saarbrücken braucht ein bisschen, um noch mal was rauszuarbeiten. Wieder mit Neudecker. Dann Jakob. Und der macht das 3:0. Und um es in der Jugendsprache auszudrücken, Alter, sind die effizient. Jakob mit seinem zweiten Tor und im Mittelfeld. Richard Neudecker. Der Junge hat Diamanten, wo andere Zehennägel haben. Er leitet diesen Treffer ein. Neudecker, bester Akteur auf dem Feld. Siebtes Saisontor von Jakob. Sattes Ding, komfortable Führung. Der FSV macht aber trotzdem weiter. Startet sogar eine Druckphase. Viele Standards. 73. Minute, Huafero fast mit dem Eigentor. Batz schnappt sich den Ball aber klar vor der Linie. Aber gerne nochmal, Zwickau spielt hier erhobenen Hauptes. Und falls Sie sich abgeschnallt haben sollten, schnallen Sie sich wieder an. Denn jetzt folgt alle Roten gegen Daniel Batz. Der Saarbrücker Keeper stemmt sich jetzt im Alleingang gegen das 1:3. Er voll im Fokus. Ganz, ganz starke Paraden und der Beleg, Zwickau kann richtig was. Und immer, immer wieder, Batz hatte unter der Woche Rückenprobleme, merkt man nichts von. Klar, der Dank gilt jetzt ihm, er hält die Null. Aber dann ist es doch passiert, 79. Minute, Krüger mit dem 3:1. Batz doch geschlagen und der Anschlusstreffer ist absolut verdient. Und ganz, ganz bitter. Sebastian Jakob verletzt sich am Knie, muss raus. Sieht gar nicht gut aus. Die besten Wünsche von hier, dass nichts Schlimmeres ist. Zwickaus Ziegele sieht dann noch gelb-rot, 90. Minute. Und auch die letzte Aktion gehört dem FSV. Nachspielzeit 90+5, Mensah. Und auch der Pass, zweiter Gegentreffer. Trübt die totale Freude schon ein wenig. Aber dann ist das Spiel aus, Saarbrücken gewinnt, ja verdient, ist phasenweise richtig stark, aber auch Zwickau mit einer sehr ordentlichen Vorstellung. Man muss ja sagen, die haben auch sehr, sehr viel liegen lassen, ne? Und ja, am Ende musst du dir natürlich auch unter der Woche das Glück erarbeiten, ne? Und dann können wir gleich zufrieden sein, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen. Es ist immer so, wenn ein Trainerwechsel ist, dass Karten neu gemischt werden. Und ich glaube, dass dann so ein Ruck einfach durch die Mannschaft geht, dass jeder nochmal neue Chancen kriegt. Und dann jeder noch mal ein paar Prozente mehr auf den Platz bringt. Ein Kompliment an die Mannschaft, dass sie wirklich viel, viel investiert hat. Und der Wille war einfach zu sehen, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Weil Thema war einfach, dass die Mannschaft auch ein bisschen in der Pflicht ist. Und die Mannschaft hat es toll umgesetzt. Aber der Wermutstropfen heute, die Verletzung von Sebastian Jakob. Diagnose steht noch aus. Das erste Spiel unter Rüdiger Ziel, das erste Spiel nach Uwe Koschinat Saarbrücken, beendet es mit einem 3. In Phasen war das beeindruckend, andere Phasen zeigen, ist noch Luft nach oben. Trotzdem, insgesamt war das heute sehr wohl ein echter Befreiungsschlag. Und 3 wichtige Punkte. Saarbrücken kennen Sie, die Elversberger kennen Sie. Machen wir doch weiter mit Halle gegen in Aue gestern, das 1:1. Rot-Weiß Essen gegen den nächsten Gegner des 1. FC Saarbrücken, Dresden, ein 1:1. Und wir haben dazu noch Freiburg 2 gegen Waldhof Mannheim, 3:2. Osnabrück gegen München haben Sie gesehen. Und Ingolstadt, 3:1-Sieger gegen Meppen. 2 Spiele am Sonntag, Wiesbaden ist am Montag dran. Und der Blick auf die Tabelle. Elversberg Spitze, 2 Punkte Vorsprung vor 1860 München. Ingolstadt folgt auf Rang 3. Dann Wien Wiesbaden, kann allerdings noch vorbeiziehen. Dynamo Dresden, wie gesagt, der nächste Gegner des FCS. Freiburg, Saarbrücken jetzt 7., da Waldhof Mannheim verloren hat. Und unten Halle, Aue, Dortmund und Bayreuth.